Hallo liebe Azubis, heute sprechen wir über ein, wie ich finde, sehr wichtiges und interessantes Thema. Wir sprechen über die Prüfungsstatistik der IHK. Unter pes.ihk.de könnt ihr selbst einmal nachschauen und euch einen Überblick über die aktuellen, aber auch die vergangenen Prüfungsstatistiken verschaffen. Für mich sind diese Statistiken Grund genug dafür, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Schauen wir uns die Prüfungsstatistik vom Sommer 2020 im Beruf Kaufleute für Büromanagement an, fällt bei der bundesweiten Übersicht auf, dass 94,9% aller Prüflinge die Prüfung bestanden haben. Zunächst klingt dies ganz gut. In Zahlen heißt dies, dass 16.972 von 17.881 Prüflingen die Prüfung bestanden haben. Wenn man das aber gegenrechnet, haben 909 Prüflinge ihre Prüfung leider nicht bestanden. Dies kann natürlich viele Gründe haben. Da aber auf dem Markt immens viele Angebote zusätzlich zum Berufsschulunterricht angeboten werden, finde ich diese Zahl trotzdem erschreckend hoch. Und hiermit wären wir bei dem Thema, was mich motiviert, diesen Podcast für euch zu machen oder auch die ganzen anderen Angebote, die ich euch in Zukunft anbieten möchte und welche bereits im Hintergrund entwickelt werden. Immerhin haben die meisten ihre Prüfung bestanden. Doch das Wie spielt hier auch eine große Rolle. Die meisten Prüflinge bestehen durchschnittlich, also mit einer 3. Das sind immerhin 43%. 30,8% aller Prüflinge bestanden die Prüfung mit gut oder sehr gut, wobei auch hier der größere Anteil mit gut bestanden hat. Eine 1 ist eher die Seltenheit, es sind nur 3,3%. 22,4% schafften gerade einmal eine 4, 582 Prüflinge erhielten die Note 5 und 97 Prüflinge die Note 6. Ich möchte euch mit diesen Zahlen keine Angst machen, doch möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass hier etwas schief läuft. Deshalb möchte ich gemeinsam mit euch etwas an dieser Statistik ändern. Ich möchte euch dabei unterstützen, dass der Großteil nicht mehr mit einer 3 abschließt. Eine 3 soll in Zukunft die schlechteste Note in den Statistiken sein. Ich möchte, dass ihr alle mindestens durchschnittlich, also mit 3 besteht. Der Großteil soll aber mit gut oder sehr gut abschließen. Das klingt vielleicht utopisch, ist es aber gar nicht. Es gibt viele Techniken und Taktiken, wie man sich ganz einfach und ohne Stress auf die Prüfung vorbereiten und mit Top-Noten bestehen kann. Lasst uns gemeinsam an einer besseren Prüfungsstatistik arbeiten. Ihr fragt euch vielleicht, warum mir das so wichtig ist. Nun, ich kann aus eigener Erfahrung als ehemalige Personalmitarbeiterin sprechen, dass leider Gottes immer noch die Noten sehr wichtig sind, um einen tollen Job zu bekommen. Ich habe selbst viele Bewerbungen gesehen und musste aussortieren. Noten spielen hierbei mit die größte Rolle. Was ich euch damit sagen will, nur ein kleiner Ausreißer kann schon alles kaputt machen. Und bei euch geht es um eine Ausbildung. Ihr habt euch diesen Beruf ausgesucht, weil ihr ihn noch ein paar Jahre ausüben wollt, weil er euch Spaß macht. Leider ist für eine gute Position wichtig, wie ihr abschneidet und auch bei der Gehaltsverhandlung kann es ausschlaggebend sein. Ich habe ursprünglich 2 Berufe gelernt, unter anderem den Vorgängerberuf von eurem. Ich bin gelernte Bürokauffrau. Ich weiß also genau, wie man sich auf dem Stuhl des Schülers fühlt. Ich weiß aber auch, wie man sich auf dem Stuhl des Arbeitgebers fühlt und worauf diese achten. Ich habe direkt nach meiner Ausbildung den Ausbilderschein gemacht und mich immer weitergebildet. Heute noch bilde ich mich regelmäßig weiter. Die Uhr tickt immer weiter und die Anforderungen werden immer höher. Daher seid ihr dazu gezwungen, mit guten Noten zu glänzen. Aktuell hebt man sich mit Top-Noten von der Masse ab. Aber ich wünsche mir, dass es nichts Besonderes mehr ist, sondern der Standard. Denn der Durchschnitt geht in der Masse unter. Die Ausbildung der Kaufleute für Büromanagement zählt zu den beliebtesten Ausbildungsberufen in Deutschland und ist der am meisten ausgebildete Beruf. Das bedeutet, dass es jedes Jahr immens viele Azubis gibt, die ihre Ausbildung erfolgreich abschließen, die aber auch einen Platz auf dem Arbeitsmarkt finden müssen. Versetzt euch nun mal in die Lage eines Arbeitgebers, wenn er die Wahl hat zwischen einem Bewerber, der mit einer 3 oder 4 bestanden hat, oder einem, der mit 1 oder 2 bestanden hat. Mit einer 1 zählt man zu den besten Azubis in Deutschland und erhält hierfür auch eine Auszeichnung. Möchte das nicht jeder? Euch stehen alle Türen offen. Ihr könnt euch den Arbeitgeber aussuchen und nicht andersrum. Ihr bekommt eine Top-Position und habt ein tolles Leben ohne Geldsorgen. Gerade in der aktuellen Situation sind Arbeitgeber noch mehr darauf angewiesen, Menschen in ihr Team zu holen, die die großen Veränderungen auch mittragen können. Die keine Probleme haben, sich an neue Situationen anzupassen. Menschen, die Leistung bringen. Daher mein dringender Appell an euch, lasst uns gemeinsam an eurem Top-Abschluss arbeiten. Denn ihr habt nur das Beste verdient.